Ich begrüße Sie, liebe Schwestern und Brüder, an den Bildschirmen zum Gottesdienst am Sonntag Kantate aus der Friedrichskirche in Worms. In diesem Gottesdienst wollen wir uns mit dem beschäftigen, was Juden und Christen verbindet. Aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugt die evangelische Kirche in Hessen und Nassau neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis ein. Mit diesen beiden Sätzen schließt der Grundartikel unserer Landeskirche seit 1991. Pfarrerinnen und Pfarrer werden darauf ordiniert, Ehrenamtliche darauf verpflichtet. Ein Bekenntnis zu Jesus Christus ist nicht möglich, ohne die bleibende Erwählung des älteren Bruders zu bezeugen, der eben nicht verworfen ist nach dem Zeugnis der Schrift. Lange hat das in den christlichen Kirchen nicht gegolten. Und gerade Luther, den wir ja in diesem Jahr besonders feiern, hat sich in seinen Schriften von 1543 gegenüber den jüdischen Geschwistern schuldig gemacht. Dies nicht zu verschweigen und uns auf die Umkehr, den Neuanfang und den geschwisterlichen Dialog mit dem Judentum zu besinnen, ist uns im Jubiläumsjahr besonders aufgetragen. Bereits 1965 hat das Zweite Vatikanische Konzil in der Deklaration Nostra Aetate das Verhältnis zum Judentum neu bestimmt, sodass Papst Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Mainz am 17. November 1980 unter Bezug auf die Sätze des Paulus im Römerbrief im 11. Kapitel von einer Begegnung zwischen dem Gottesvolk des von Gott nie aufgekündigten alten Bundes und dem des neuen Bundes sprechen konnte. Mein besonderer Gruß gilt heute Pfarrer Friedhelm Pieper, der uns heute die Predigt halten wird. Friedhelm Pieper ist Referent für interreligiösen Dialog mit Schwerpunkt Judentum und Nahe Osten im Zentrum Verkündigung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und seit 2013 evangelischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Gottesdienst durch die Mitwirkung des katholischen Dekans, Dompropst Tobias Schäfer, ökumenisch präsent sind und damit auch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Bistum Mainz und unserer Landeskirche, der EKN, hier in Worms spiegeln. Zumal, wie zitiert, ein ganz wichtiger Impuls zur Neubesinnung unseres Verhältnisses zum Judentum auch von der katholischen Kirche ausging. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen den Sonntagspsalm im Wechsel sprechen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel.
aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen miteinander beten. Barmherziger Vater, wie gerne würden wir dir heute unsere Loblieder singen. Unseren Lobpreis deiner herrlichen Schöpfung. Unseren Dank für alle Bewahrung und Führung in unserem Leben. Unseren Dank für die Menschen, die wir lieben und die an unserer Seite stehen. Aber wir dürfen es nicht. Heute ist schon der zweite Sonntag Kantate, an dem wir nicht miteinander singen dürfen. Wir klagen dir, dass unsere Chöre und Gemeinden schweigen müssen. Orchester, Posaunen, Flöten und Kirchenchöre sehnen sich nach gemeinsamen Musizieren. Aber unsere Stimmen und Instrumente sind noch immer verstummt. Wir bitten dich, halte die Sehnsucht nach fröhlichem Gotteslob in unserem Herzen wach und bereite doch bald der Pandemie ein Ende, die uns zum Schweigen zwingt. Lass uns weiterhin, so wie heute, erfinderisch sein, das Lob deiner Herrlichkeit in Musik und Gesang zu kleiden. Amen. Lecha do ti li kratka la, pnei shabat ne kabela. Lecha do ti, lecha do ti li kratka la, pnei shabat ne kabela. Lecha do ti li kratka la, Nei Shabbat ne kabela. Shamor vetzachor bedivurechat, Shmianu el hameyuchat. Adonai echat ushemo echat, Leshem ul tiferet leteila. Lecha dodi, Lecha dodi likrat kala, Pnei shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, Pnei shabbat nekabela. Auf mein Freund der Braut entgegen, die Königin Schabbat, wir wollen sie begrüßen. Das mag uns hineinnehmen in die geistige Kraftquelle des jüdischen Glaubens. Wir hören die Lesung aus dem Ersten Testament.
1. Samuel 16. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul, diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Wir hören als Lobpreis jetzt Shalom Alechem. Shalom Alechem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mimelech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Zeitem Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Barechuni Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Pochem Leshalom, Malachei Hashalom, hören aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 19. Kapitel. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn.
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Liebe Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer an den Bildschirmen und hier in der Friedrichskirche, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder, wir feiern diesen Gottesdienst heute an Sonntag Kantate nach dem liturgischen Kalender der evangelischen Kirchen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, wie sehr sehnen wir uns danach, miteinander wieder singen zu können. Wir sehnen uns und wir hoffen darauf, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir wieder neu singen werden, hier in der Kirche und an allen anderen Orten. Wir feiern diesen Gottesdienst auch inmitten der Erinnerungen an den Reichstag hier in Worms vor 500 Jahren. Wir feiern inmitten der Erinnerung daran, dass Martin Luther hier vor dem Kaiser und dem versammelten Reichstag sich weigerte, seine Schriften zu widerrufen. Und dass er sich in dieser Verweigerung auf die Heilige Schrift berief, und auf die Vernunft und auf sein Gewissen. Fürwahr, das war ein neues Lied in deutschen Landen, diese kirchenkritische Auslegung der Heiligen Schrift durch Martin Luther und diese Einforderung, dass diese seine kritische Deutung ein Recht hat, gehört zu werden.
Das löste eine starke Resonanz aus in der deutschen Öffentlichkeit, in der die Kritik an Entwicklungen in der römischen Kirche seit längerem schwelte. Wir feiern diesen Gottesdienst heute 500 Jahre nach Luthers standhafter Widerrufsverweigerung, und da dringt zugleich in unser Erinnern an die aufrechte Haltung Luthers auch unser Wissen um die Fortgänge der Reformation hinein. Unser Wissen darum, dass Luther selbst gegenüber den Juden nicht bereit war, auch ihnen das zuzugestehen, was er hier in Worms für seine Überzeugung eingefordert hatte. Nein, geradezu vehement hatte Luther es abgelehnt, dass die jüdische Deutung der Heiligen Schrift auch ein Recht hat, gehört zu werden. Im Fortgang der Reformation wuchs Luthers Feindschaft gegen die jüdische Gemeinschaft noch an. Er verteufelte ihre Bibelauslegung, er forderte von den Fürsten, die Juden zu vertreiben, ihre Synagogen zu zerstören, ihre Bücher zu verbrennen. So sehr wir also voller Anerkennung für die aufrechte Haltung Luthers vor 500 Jahren hier in Worms sind, und so sehr wir, insbesondere wir Protestanten, Luther dankbar sind für entscheidende Impulse auch für unser christliches Leben, Denken und Wirken, so sehr aber sind wir zutiefst bestürzt von dem, was Luther an Feindschaft und Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden zum Ausdruck brachte und einforderte. Der jüdische Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik beschreibt es so: Was Luther an Gewaltmaßnahmen gegenüber Juden verlangte, haben die Nazis dann 1:1 umgesetzt. Die christliche Judenfeindschaft war ein entscheidender Wegbereiter hin zu den großen Verbrechen an den jüdischen Menschen hier in Europa, im Holocaust, in der Shoah. Auch das ist zu erinnern und kann nicht verschwiegen werden angesichts von 500 Jahren Reformation. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat dies 2015 im Vorfeld des Reformationsjubiläums mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Auf Luthers Ratschläge konnte jahrhundertelang zurückgegriffen werden. Zum einen hat man sich unter Berufung auf die bedingt judenfreundliche Haltung von 1523 für die Duldung der Juden, aber auch für eine intensivierte Judenmission ausgesprochen. Zum anderen hat man sich auf Luthers Spätschriften zur Rechtfertigung von Judenhass und Verfolgung berufen, insbesondere mit dem aufkommenden rassischen Antisemitismus und in der Zeit des Nationalsozialismus. Einfache Kontinuitätslinien lassen sich nicht ziehen. Gleichwohl konnte Luther im 19. und 20. Jahrhundert für theologischen und kirchlichen Antijudaismus sowie politischen Antisemitismus in Anspruch genommen werden. Soweit die Synode der EKD. Langsam erst, zögerlich zu Beginn, kam es nach der Shoah zu einem doppelten Erschrecken. Zu einem Erschrecken über das unvorstellbare Ausmaß der Verbrechen und zu einem Erschrecken über das schuldhafte Verflochtensein der Kirchen in diese Verbrechen. Langsam erst begannen die Kirchen ihre Lehre von den Juden kritisch zu überprüfen, aber dann begann doch etwas Neues zu entstehen.
Ein Paradigmenwechsel begann sich zu entwickeln. Eine neue Sicht des Judentums in der kirchlichen Lehre fing an, sich Bahn zu brechen. Ein ganz entscheidender Impuls kam dabei, wir hörten es schon in der Begrüßung, vom Zweiten Vatikanischen Konzil der römisch-katholischen Kirche mit der Erklärung Nostra Aetate. In Abkehr von jahrtausendealten antijüdischen Traditionen der Christenheit erklärt das Vatikanische Konzil 1965, dass die Juden nach dem Zeugnis der Apostel immer noch von Gott geliebt sind, sodass also die Berufung des jüdischen Volkes durch Gott nach wie vor in Kraft steht und unwiderruflich gilt. Auch hier also eine Widerrufsablehnung, diesmal allerdings für eine Erneuerung der Beziehungen zum Judentum. Der Impuls von Nostra Aetate wirkte auch stark in die evangelischen Kirchen hinein. Beginnend mit der Synodalerklärung der Rheinischen Kirche von 1980 haben inzwischen alle protestantischen Landeskirchen in Deutschland ihr Verhältnis zum Judentum neu aufgestellt. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat mit dem vorhin gehörten Grundartikel formuliert, aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugt die EKN neu die Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis ein. Aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen. Das doppelte Erschrecken nach dem Holocaust hat in der Tat eine tiefgreifende Umkehrbewegung in den Kirchen hervorgerufen, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. In dieser Umkehrbewegung wurde der Römerbrief des Apostel Paulus neu entdeckt, dass dieser ja bereits aus seiner christlichen Sicht die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes der Kirche ins Stammbuch geschrieben hat. Es konnte eine neue Wahrnehmung und eine neue Theologie formuliert werden. Die Kirchen haben gelernt, das jüdische Volk theologisch anzuerkennen, in seinem ganz eigenen Weg, in seiner ganz eigenen Gottesbeziehung. Die Kirchen haben gelernt, das jüdische Volk zu respektieren, die alten antijüdischen Vorstellungen und Traditionen zu widerrufen und neue Beziehungen aufzubauen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, Neues hat sich Bahn gebrochen im christlichen Verhältnis zur jüdischen Gemeinschaft. Und das können wir sagen, auch wenn wir wissen, dass diese neue Einsicht über die christliche Wahrnehmung des Judentums noch nicht auf allen Lehrstühlen und Kanzeln, in allen Unterrichtsentwürfen und Gottesdienstmaterialien angekommen ist. Und gerade deshalb, weil wir in den Kirchen noch nicht überall bei der religiösen Anerkennung des Judentums angekommen sind, ist es für mich sehr bewegend, dass auf jüdischer Seite die Umkehrbemühungen der Kirchen trotzdem bereits eine weitreichende Würdigung und Anerkennung erfahren haben. Die Umkehrbewegung in den Kirchen ist im Judentum mit großem Interesse verfolgt worden. Nicht von vielen zunächst. Zu groß war die Skepsis, ob dies wirklich ernst gemeint war. Zu schwer wiegte die Erinnerung an die Verfolgung und an die unzähligen Versuche der christlichen Missionierung. Aber
Dann doch haben Jüdinnen und Juden nun seit über 20 Jahren in verschiedenen Erklärungen deutlich gemacht, dass sie den Umkehrbemühungen der Kirchen Vertrauen schenken können und wollen. Ja, dass sie darauf gar in aller Öffentlichkeit anerkennend antworten möchten. Selbst in jüdisch-orthodoxen Kreisen ist eine Diskussion über eine Neubewertung des Christentums entstanden. Im Dezember 2015 überraschte uns eine Gruppe orthodoxer Rabbiner aus Israel, den USA, Europa und Lateinamerika mit der Erklärung, die den Titel trägt: Den Willen unseres Vaters im Himmel tun, hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen. In dieser Erklärung wird unter Verweis auf wichtige Stimmen der jüdischen Tradition nichts Geringeres ausgesagt als eine theologische Anerkennung des Christentums. So heißt es dort: Wie Maimonides und Jehuda Halevi vor uns, erkennen wir an, dass das Christentum weder ein Zufall noch ein Irrtum ist, sondern göttlich gewollt und ein Geschenk an die Völker. Wir erleben gegenwärtig eine unerwartete Offenheit, ein Vertrauen, ein gemeinsames Forschen und Lehren, ein gemeinsames soziales Wirken. Wir erleben eine Zusammenarbeit, die es in dieser Form in der Geschichte unserer beiden Religionsgemeinschaften noch nie gegeben hat. Ja, wir wissen, dass dies so noch nicht in allen Bereichen der jüdischen Gemeinschaft aufgenommen ist und geteilt wird, dass es auch umstritten ist. Aber sollte uns dies überraschen nach allem, was geschehen ist? Und doch zugleich ist es so, dass die Ernsthaftigkeit der christlichen Umkehr inzwischen von einer sehr großen Mehrheit des Judentums anerkannt wird. Und dass dies auch eine neue Besinnung innerhalb des Judentums in Bezug auf deren Wahrnehmung des Christentums in Gang gesetzt hat. Wer nur ein bisschen in die katastrophale Leidensgeschichte des jüdischen Volkes in den sogenannten christlichen Ländern hineinschaut, der steht staunend vor einem unglaublichen Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Zusammen mit unseren jüdischen Dialogpartnerinnen und Partnern konnte es gelingen. Es konnte ein neues Verhältnis aufgebaut werden. Die Offenheit und das Vertrauen im jüdisch-christlichen Verhältnis ist heute so gut, dass der Präsident des Zentralrates der Juden, Dr. Josef Schuster, jetzt im März nach einem Treffen mit dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland sagen konnte: Das christlich-jüdische Verhältnis war noch nie so gut. Wer hätte nach 1945 gedacht, dass solch ein Neuanfang möglich wäre? Wer hätte damals gedacht, dass die Basis für eine derart offene und vertrauensvolle Beziehung geschaffen werden könnte? Heute können wir das alles nur in großer Dankbarkeit wahrnehmen und annehmen. Und es muss uns motivieren, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die wieder erstarkende Judenfeindschaft und den wieder um sich greifenden, unerträglichen Antisemitismus in unserem Land entschieden entgegenzutreten. Antisemitismus ist Sünde. So haben wir es hineingeschrieben in eines der Plakate der Aktion beziehungsweise jüdisch und christlich näher als du denkst. Plakate, die Sie auch hier in den Schaukästen der Friedrichskirche monatlich wechselnd sehen können.
Eine Plakataktion, die auf die Nähe und die Beziehungen zwischen Christen und Juden hinweisen will und auch damit ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus setzt. Wir Christen gehören an die Seite unserer jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn. Wir sind zusammen berufen, den großen Auftrag Gottes zu erfüllen, den Menschen in dieser Welt zu dienen. Inmitten der Konflikte unserer Zeit ist dies ein Zeichen der Hoffnung, dass eine Umkehrbewegung entstehen konnte und sich weiter ausbreitet. Eine Umkehrbewegung hin zu einem neuen Verhältnis zwischen Christinnen und Jüdinnen, zwischen Christen und Juden. Eine Umkehrbewegung in Respekt und Anerkennung, in Vertrauen, ja, auch in Freundschaft. Dies sollte uns als Ansporn dienen, auf diesem Weg der Erneuerung weiterzugehen und sich weiter intensiv für dessen Verankerung und breitere Aufnahme einzusetzen. So ist dies unsere Hoffnung und unser Gebet. Möge die begonnene christlich-jüdische Verständigung einen guten und eine fruchtbare Weiterentwicklung erfahren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er siegelt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen, er offenbart seine Gerechtigkeit. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Du meinst, Gott sei sehr verborgen, seine Macht sei klein und gering. Gott sehe nicht das, was dich bedrückt, sieh auf dein Leben, er hat dich bewahrt. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Lasst uns Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir danken dir für die neuen Anfänge im Verhältnis von Christen und Juden, die unsere alten Vorurteile und Feindbilder überwinden. Es ist eine wertvolle Erfahrung, dass Begegnungen mit jüdischen Menschen möglich sind, nach all dem Schrecklichen, das ihnen durch unser Volk angetan worden ist. Segne alle christlich-jüdischen Gespräche und lass uns entdecken, wie viel wir lernen können aus dem Schatz der jüdischen Traditionen, auch für unserem Glauben. Hilf, dass wir in ganzer Tiefe begreifen, was es heißt, dass dein Sohn in Israel
zur Welt gekommen ist. Mach uns wachsam gegen jede Form von Antisemitismus und mach uns erfinderisch, wenn es darum geht, Verständnis zu fördern für jüdisches Leben. Bewahre die jüdischen Gemeinden bei uns und überall auf der Welt vor Gewalt und Terror. Breite Frieden über Israel und seine Nachbarn aus und Gerechtigkeit über die ganze Erde. Und was uns sonst bewegt, unseren Dank, unser Lob und unsere Bitten, das nehmen wir hinein in das Gebet Jesu, indem wir miteinander sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ganz herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, den Prediger, besonders alle, die musikalisch mitgewirkt haben und das Team vom offenen Kanal. Vielen Dank. Normalerweise, wenn es nach Plan gelaufen wäre, wäre das sozusagen der erste Teil einer Veranstaltungsdublette gewesen. Es wäre nämlich vorgesehen, heute Nachmittag um 15 Uhr in der Synagoge ein Podiumsgespräch unter Einbeziehung der jüdischen Seite, also konkret auch durch den Rabbiner aus Mainz, zu halten. Dieses Gespräch wird im Herbst nachgeholt werden, weil so ein Podiumsgespräch zu streamen, das ist schon noch mal wieder auch technisch gar nicht so einfach. Es wird also weitergehen im Herbst mit diesem zweiten Teil der Veranstaltung. Und diese Woche schon wird es noch einen Vortrag geben mit der Erwachsenenbildung und Dr. Oehlschläger am Mittwochabend, der auch gestreamt wird, wo es um die jüdische Sicht auf Martin Luther geht, der ja gerade im 19., beginnenden 20. Jahrhundert auch von Juden eben durchaus auch als Durchbruch zur Moderne gesehen wurde bei allen Schattenseiten. Darauf sei hingewiesen. Jetzt wollen wir uns zum Schluss unter Gottes Segen stellen.
Und ich freue mich, dass wir beide hier wiederum gemeinsam handeln können. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.